Am 19.06.2019 um 12.21 Uhr schrieb Harald Lesch: Sehr geehrter Herr ... Ich bin ja offenbar nicht geschützt, sonst würde man sich nicht so äußern. Anbei ein Link, der Sie über Herrn Grell informiert. Psiram. Bereits der Beginn des Videos ist falsch. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Institutionen, die den menschengemachten Klimawandel bestreiten. Bitte informieren Sie sich beim Umweltbundesamt oder beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Beste Grüße, Harald Lesch. Herr Professor Lesch, ich fühle mich wie Müll, wenn Sie so über mich reden. Psiram, ist das Ihr Ernst? Warum verleumden Sie mich mit Psiram? Psiram ist eine Seite, die von Kriminellen betrieben wird und die nichts als Denunziation und Verleumdung betreibt. Herr Professor Lesch, in meinem letzten Video habe ich Sie in den höchsten Tönen gelobt und nur Gutes über Sie gesagt. Ich habe Sie höflich gebeten, endlich die längst überfällige Klimadebatte mit Professor Werner Kirschstein, Dr. Ralf Teuschner, Professor Gerhard Kramm oder eben Oliver Janich zu führen. Es muss nicht Oliver Janich sein, aber der bietet sogar 1000 Euro, wenn Sie das Publikum überzeugen. Besser geht's ja gar nicht. Da können Sie es den Klimaskeptikern zeigen und gleichzeitig zum Schutz des Klimas 1000 Euro von Oliver Janichs Geld spenden. Aber die anderen Professoren und Doktoren warten genauso nur darauf, dass Sie oder einer Ihrer Kollegen den Mut finden, genau die CO2- und Klimadebatte zu führen, die angeblich abgeschlossen ist, aber die in Wirklichkeit niemals stattgefunden hat. Aber wo wir schon über Kollegen reden. Ihr Kollege Professor Quaschning hat ja darüber gesprochen, dass der Meeresspiegel immer weiter steigt und uns das Wasser bald bis hier stehen wird. Herr Professor Lesch, mir steht es ehrlich gesagt auch bis hier, wenn ich von Ihnen verleumdet werde, indem Sie mich mit meinem Psiram-Eintrag in Verbindung bringen. Haben Sie sich schon einmal selbst auf Psiram gesucht? Dort gibt es keinen Harald Lesch. Wenn Psiram ein seriöses Lexikon wäre, gäbe es da nicht einen Eintrag zu Harald Lesch, zu Volker Quaschning, zu MyLab, zu Rezo und zu anderen? Auf der Seite sealevels.org sehen wir den dramatischen Anstieg des Meeresspiegels um 22 cm über den Durchschnitt seit 1900. Warum sieht die Linie so dramatisch aus? Weil wir seit 1890 in viel kürzeren Abständen den Meeresspiegel messen und daher eine viel zackigere Linie haben. Wenn wir uns jetzt aber nicht nur läppische 1000 Jahre, sondern 800.000 Jahre anschauen, sehen wir, dass der Meeresspiegel schon mal 11 Meter höher, aber auch 130 Meter niedriger war. Und es sieht nicht im geringsten so aus, als wäre unsere aktuelle Situation dramatisch. Zurück zu Psiram. Psiram hat kein echtes Impressum. Psiram hat keinen Sitz und Psiram hat nur anonyme Autoren. Psiram inszeniert sich als Opfer, aber Psiram ist der schlimmste Täter von Denunziationen, Verleumdungen und Rufmordkampagnen, nicht nur auf Psiram selbst übrigens, sondern auch auf Wikipedia. Ein Artikel auf Psiram ist ungefähr so neutral, ich sagte es schon im letzten Video, wie ein Artikel auf klimafakten.de. Welche von der Energiewende-Lobby-Organisation Smart Energy for Europe Platform betrieben wird, also ganz und gar nicht neutral. Ein Artikel auf Psiram über Aufklärer ist ungefähr so seriös wie ein Artikel zum Beispiel auf npd.de über Claudia Roth, also gar nicht seriös. Wenn gegen Psiram hunderte Anzeigen gegen Unbekannt vorliegen, ist deren Anonymität ihr einziger Schutz, dass sie nicht schon alle längst im Gefängnis sitzen. Herr Professor Lesch, ich will mich nicht wie Müll fühlen und ich will auch nicht, dass wir uns mit Abfall bewerfen. Ich möchte doch einfach auch nicht, dass wir uns im Ozean der CO2-Halbwahrheiten verlieren. Ich möchte Sie bitten, dass Sie endlich die Oregon-Petition zumindest anerkennen und zugeben, dass viele, viele Wissenschaftler nicht von der CO2-Panik überzeugt sind. Und ich möchte, dass Sie endlich mit einem sattelfesten, eloquenten CO2-Verteidiger diskutieren, wie Professor Kirschstein, wie Dr. Teuschner, wie Professor Kramm oder eben wie Oliver Janich. Herr Professor Lesch, wovor haben Sie Angst? Wovor fürchten Sie sich? Ich möchte Ihnen immer noch Ehrlichkeit unterstellen. Und darum ist es heute wichtiger denn je. Bitte
Bitte stellen Sie sich endlich der längst überfälligen CO2-Debatte.